Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Grounded mit dem Raki. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ich freue mich, dass wir wieder zusammen Grounded spielen. Und ich habe auch Neuigkeiten. Ich habe mich mal so ein bisschen mit einigen Dingen beschäftigt und habe Neuigkeiten. Und fangen wir mal gleich an. Ich habe hier meine Keule in der Hand und die sieht ein bisschen anders aus hier. Ich kann euch das mal hier vielleicht besser zeigen. Oder da oben könnt ihr das auch sehen. Warte mal, ich hole die mal hier rüber. Leg die hier drauf. Und auch da. So. Ihr könnt das sehen. Hier oben ist so ein Stern, so ein pink oder violetter Stern. Und dieser Stern bedeutet, dass das Ding gepimpt ist. Ich habe jetzt begriffen, wie die Schmiede funktioniert. Das ist eigentlich total easy. Aber man kommt natürlich nicht drauf. So ähnlich wie dieser Security-Eingang in der letzten Folge war es, glaube ich, wo man dann einfach festhalten muss. Das muss man erstmal lernen. Finde ich auch ein bisschen doof, dass man es erstmal lernen muss. Aber so ist das halt. Und das geht euch wahrscheinlich genauso. Und ich werde deswegen jetzt nicht irgendeine Folge rausschneiden oder so, wenn ich dazu doof bin oder wenn man dazu braucht, dann ist das so. Und das finde ich auch cool. So, machen wir Tür zu. Die Schmiede, ich zeig's euch mal. Also, wir haben jetzt hier zum Beispiel das Ding. Und wenn man da, ich habe es schon gemacht, automatisch, da habe ich herumgeklickt und habe, was weiß ich, man kann die auch bewegen und so, ne? Hier kann man auch sehen, dass es Level 3 ist, es ist hart, dass es gepimpt ist. Und wenn man dann da doppelt drauf klickt, das muss man erstmal raffen, ja, da, dann kommt man hier hin und dann sieht man auch, wie man es leveln kann, ne? Hier zum Beispiel sieht man, die Keule, die hat jetzt 30% mehr Schaden, 30% mehr Haltbarkeit, sehr, sehr geil. Und das habe ich geschafft mit Quarzit. Und Quarzit habe ich dann auch gleich noch gesammelt, damit wir jetzt in dieser Folge nicht weniger haben sozusagen. Ne? So, und das Witzige ist jetzt habe ich ja die Minzkeule gepimpt, ne? Ich habe die gebufft. Und die Minzkeule, wenn man sich das mal anguckt, hat jetzt diesen Schaden. Und jetzt schaut euch mal die Keule des dämonischen Mutterspinne an, die Mutterkeule, sag ich mal. Die hat weniger, seht ihr das? Die hat ein bisschen weniger. Die ist aber noch nicht gepimpt, die ist Level 1 und die ist Level 3, ja? Und deswegen werden wir die jetzt auch mal ein bisschen aufmotzen, habe ich mir überlegt. Deswegen habe ich das jetzt eigentlich auch so gemacht. Also man klickt doppelt drauf und dann bekommt die, jetzt hat sie 10% mehr Schaden, ne? Das ist aktuell so, so ist die praktisch Hausgebrauch gemacht. Und dann drückt man jetzt drauf hier, zack, dann braucht man Bums, ihr hört das auch schon, es macht Bums, jetzt hat die 20% mehr und Bums, jetzt hat sie 30% mehr. Jetzt ist sie auch hart und jetzt müsste sie wirklich nochmal mehr Schaden machen als die andere. Also wir können das mal gucken, das ist die, so, jetzt hat die wieder mehr, ne? Wahnsinn, die ist jetzt richtig fett gut, ne? Und dann wurde die auch repariert, ne? Hat sich auch erledigt. Ja, Leute, und jetzt habe ich Lust, ne? Jetzt habe ich Lust, Ameisen klatschen zu gehen. Und zwar die bösen. Achso, die können wir vielleicht auch noch pimpen. Mal gucken. Mal gucken, ob ich das machen kann. Können wir eigentlich auch machen. Finde ich ja witzig, ne? Jetzt können wir das ja hier machen. Jetzt klickt man da mal drauf. So. Oh ja, die können wir verbessern. Können wir auch schon zweimal, ne? Dann ist die auch hart. Jetzt hat sie auch 20% mehr Schaden. Yay, ne? Jetzt bin ich total happy, ne? Jetzt kann man nämlich die ganzen Sachen pimpen und man erkennt das auch daran an dem Stern. So, jetzt gucken wir mal, wie viel Schaden die macht und wie viel der macht. Aber dafür ist der natürlich schnell, ne? Der ist schnell, bums, bums, bums. Und den kann ich, glaube ich, auch pimpen. Na, ich bin mir nicht sicher, ne? Können wir mal ausprobieren. Nee, das geht nicht. Da kann ich nichts machen, nur Waffen, ne? Ist ja auch eine Schmiede. Na gut, so, jetzt haben wir das gelernt. Jetzt habe ich natürlich auch schon wieder gar keine Quarzit mehr wahrscheinlich. Noch 7. Naja, immerhin, ne? Brauche ich ja auch noch für andere Sachen. Das lassen wir jetzt erstmal so. Ja, sehr geil. Und ich habe noch ein bisschen was über Food gelernt, ne? Über Essen. Da können wir uns jetzt hier noch so eine. Achso, die habe ich schon fertig, ne? Ui, habe ich ganz vergessen. Und die auch. Oh, die ist schon fast abgelaufen. Oh, das ist ja blöd. Die läuft fast ab. Ja, können wir noch eine neue machen, vielleicht? Ein Pilzpacho. Aber nur einen. Das müsste eigentlich reichen, ne? Sonst wird der schlecht. Da muss ich eben nachher noch essen. So, und jetzt reisen wir mal rüber. Ich nehme mal alles mit, was ich brauche. Hier, die Ameisenteile brauche ich jetzt nicht. Warte mal, ich lasse mal alles hier, was ich nicht brauche. Ach so, und ich habe gemerkt, man kann anders sortieren, ne? Hier, guck mal, das sind jetzt immer 13er Blöcke, nicht mehr 10er. Ich habe ja schon alles so sortiert. Das ganze Lager ist jetzt aufgeräumter. Finde ich total gut. Ja, ich bin total motiviert, wie ihr merkt. Es macht jetzt wieder mega Spaß. Ich brauche immer so ein bisschen, bis ich das alles gerafft habe.
Das können wir hier lassen. Achso, und die können wir jetzt auch schon weiterlaufen lassen. Dann habe ich ein bisschen gegen Radnetzspinnen gekämpft, mehr so aus Spaß, um die Keule auszuprobieren. Die ist schon echt böse jetzt, ne? Und die, ich meinte die Minzkeule, die andere habe ich noch nicht ausprobiert, ne? Die andere habe ich doch gar nicht ausprobiert. Ich glaube, ich habe den Hammer auch ein bisschen gepimpt. Mein lieber Scholli. Achso, vielleicht können wir noch ein paar Pfeile machen. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ich habe wieder irgendwo meinen, den Bogen habe ich, aber die andere nicht. Also dieser, wie hieß denn das Ding? Warte. Hier, Krähenarmbrust. Die ist weg, ne? Weiß ich nicht, wo ich die hingepackt habe. Salzpfeil können wir auch machen. Steht jetzt auch nicht, wie viel Schaden der macht. Ich nehme einfach mal den normalen Pfeil. Pfeil. Wie viel kann ich ihn da machen? Ja, so reicht erstmal, ne? So viel mega viele. Oder noch einmal. Das müsste ich eigentlich, warte mal. Das müsste ich eigentlich 30 haben. 13? Nee, 33, ne? 33. 33. Das sind immer 13er Blocks jetzt. Finde ich auch cool. So, jetzt habe ich alles. Ein bisschen was zu essen habe ich hier und zu trinken habe ich auch. So, und jetzt gehen wir Ameisen klatschen, ne? Ich möchte nämlich diese Ameisenschaufel haben unbedingt. Wir haben 14 Uhr, sonst schlafen wir halt hinten in der Main Base, ne? Jetzt machen wir uns gleich auf und dann gibt's für die Ameisen was auf die Nase. Ja, da will ich hin und dann mit der Schaufel will ich den Kaugummi holen und so weiter. Also jetzt geht's richtig los. Achso, und was ich auch machen werde, das mache ich auch bald, das dauert auch nicht mehr so lang. Ich werde euch mal sagen, wenn er jetzt neu anfängt, ne? Ich habe ja schon die ganzen Burgerchips, habe ich ja schon gemacht. Aber es gibt eine Reihenfolge, wie man die Burgerchips sammeln sollte. Und zwar bin ich hier praktisch an der Stelle, da waren noch, ich glaube, noch 3 oder 4 Burgerchips offen. Zuerst kam das Nebellabor, das haben wir in einer der letzten Folgen geholt. Das Nebellabor. Und dann kommt, nach dem Nebellabor, kommt der Picknicktisch. Kann ich euch auch sagen, wie man dann oben an diese Truhe rankommt. Und danach kommt die Sandkiste. Und der Sandkasten, das ist das aller schwierigste Gebiet. Ja, das ist mega schwierig. Und deswegen bin ich da auch 1000-mal gestorben und mache da auch erstmal nicht weiter. Sondern jetzt suchen wir uns erstmal Hilfe. Ne? Jetzt machen wir erstmal weiter. Sonst macht das ja gar keinen Sinn. So, sehr schön. Picknick-Table. Ja, ich laufe jetzt einfach mal dahin, wo ich weiß, dass da schwarze Ameisen sind. Genug, ausreichend, ne? Die müssen dann auch direkt umkippen eigentlich. Oder 2, 3 Schläge sind die platt. Mit dem Mega-Schaden, den das Ding jetzt macht. Ja, und da muss ich mal eine Quarzit-Tour machen. So, einmal darüber. Da wollen wir ja hin. So. Da müssen wir oben den Kaugummi drauf machen, ne? Das Ding verseucht alles. Dafür brauchen wir ja die Schippe. So, und jetzt laufen wir auch schon direkt hier lang. Oh, ich freue mich voll, ne? Wie bin ich denn gepimpt? Wie bin ich denn getuned? Hier haben wir ja doppelte Trefferchance, haben wir auch schon. Ach ja, alles läuft, ne? Alles läuft super. Da oben, hier seht ihr, ist alles voll gedampft, weil die Giftflasche sozusagen ein Leck hat da oben. Und da müssen wir halt Kaugummi reinschmieren, damit sie wieder zu ist. Ne? Das müssen wir noch machen. Das weiß ich gar nicht, ob ich jetzt hier schon durchlaufen kann oder ob ich jetzt hier schon Schaden nehme. Eigentlich nicht, ne? Eigentlich war die Kante ja mal genau... die Kante noch genau sicher, ne? Genau. So, schwarze Ameisen, ja. Am besten am Picknicktable oder sowas. Ich laufe hier mal einfach gerne hier rum. Wir können ja nämlich da hinten unten auch nochmal gucken. Und ich muss auch nochmal gucken. Ich muss auch nochmal gucken nach diesem einen Raw Science. Übrigens finde ich das witzig, diese Milchmolare, die man ja noch suchen kann und suchen soll und suchen muss einfach, damit man stärker wird. Die muss man auch noch alle finden. Die habe ich auch noch nicht gefunden. Natürlich nicht. Kann man ja auch nicht so schnell. Na, jetzt gucke ich mal, ob ich fliegen kann. Echt aufpassen. Ich habe auch nur einen... Ah ne, ich habe noch einen Ersatzflieger mit. Eigentlich habe ich alles mit diesmal, ne? Man lernt dazu. Man lernt dazu. Und da ist das echt das härteste Gebiet. Habe ich auch gemerkt. Macht dann auch keinen Spaß mehr, ne? Wenn, also mir jedenfalls nicht, wenn ich dann andauernd sterbe, dann denke ich so, okay, ne? Jo, ist ja schön, ne? Aber jetzt reicht's erstmal. So, jetzt muss ich einmal gucken. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich auf die Kante da muss. Für das Dings oder ob ich da hinten muss. Jetzt gehe ich doch mal da hinten eben gucken, wie weit das Brettchen da geht. Und dann gucken wir sofort nach schwarzen Ameisen. Ich verspreche es.
Weil da gibt es irgendwo so einen Vorsprung, wo quasi so ein Raw Science, ne, also so ein pure Wissenschaftsdingsbums ist. Aber hier ist ja gar kein Vorsprung, sehe ich gerade. Ne, ist ja keiner. Ist nur der Schlauch. Genau. Ist der Schlauch und da ist nichts. Und da kommt bestimmt auch nochmal irgendwas hin. Meine Herren. Das Spiel wird echt immer krasser. Voll cool. Aber hier ist nichts, ne? Übrigens auch sehr schön korrodiert, ne? Schön korrodiert. Genau. Und immer an den Nahtstellen. Könnt ihr mir sagen, ich meine, ich weiß es, ne? Aber wisst ihr auch eigentlich, warum das immer an den Nahtstellen ist? Ich will jetzt nicht mit Chemie rumlabern, ne? Aber das liegt da dran. Das ist ja verlötet mit Zinn wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Heute verpresst man ja eigentlich so Rohre. Und da eben nicht. Da wurde das noch verlötet irgendwie. Und immer wenn so ein edleres Metall, in dem Fall ist das edlere Metall der Kupfer und das unedle Metall ist das Zinn, das Zinn. Und wenn das so aneinander stößt, dann bildet das im Grunde so ein elektrisches Element. Ja. Und dann, wenn man dann da Wasser drauf tut, dann ja, löst sich praktisch das unedle Metall auf und rettet damit das Edle. Ja. So, deswegen darf man zum Beispiel auch keine Kupferdachrinne irgendwie, warte mal, so eine Kupferdachrinne darf man dann nicht, warte mal, ich kann ja mal darüber hopsen, gucken, ob da dieses Ding ist, was ich suche. Oh, es ist die Gleitdauer zu Ende, scheiße. Entschuldigung, nein, oh shit. Verdammt, da oben ist das. Ja, na gut, mach ich beim nächsten Mal, ist jetzt egal. Dass man nicht mit Zinn, mit Nägeln verdingsten, ne? So. Warte mal, und ich habe noch eine Idee, was wir jetzt hier machen können. Ich bin ohne Grund hier, ne? Naja, ich wirke konfus, aber manchmal denke ich auch nach, was ich mache. Wir kommen nämlich jetzt hier noch an eine Stelle, wo ich gerne euch was zeigen möchte. Und zwar, oh, ach du Heilige. Alter! Alter Schwede, ich sterbe. Verdammt. Schaffe ich nicht mehr. Oder? Boah. Das muss ich zugeben, das habe ich mir ein bisschen in die Hosen gekackt. Ist da so eine Wolfsspinne? Ja gut, die können natürlich da sein. Mache ich dann doch mal Giftresistenz an. Oh, habe ich mich gerade in die Hosen gekackt. Und jetzt habe ich wieder so viel Schaden genommen. So ein Ärger. Aber ich glaube, ich kann hier das essen. Das heilt auch, ne? Yum. Lecker. So, vielleicht heilt das ein bisschen. Und zwar könnt ihr jetzt hier sehen, unten, da tickt das. Ist die jetzt da ist die immer noch. Alter Schwede. Hau mal ab, Tekla, ne? Du nervst ein bisschen, ne? Oh, echt mal. So, hier oben kannst du... Scheiß, da oben kannst du mir nichts, deswegen falle ich auch runter. So ein Ärger. Komm, lauf. Raki, lauf. Du bist ja vielleicht ein Dödel, ne? So. Und jetzt dahin. Oh. Komm, geht nicht. Ist egal. Jedenfalls tickt das hoch. Es tickt doch hoch, ne? So, ich bleib jetzt aber erstmal hier stehen. Ach, es ist da wieder so ein Viech. Hm. Hab ich gleich gesehen. Ey, hallo! Gibt's doch nicht. Echt, jetzt bin ich echt bedient, ne? Mir reicht's irgendwie ein bisschen. So, genau, da wollte ich eigentlich hinschwimmen. Genau, da wollte ich hinschwimmen. Alter Schwede. Ich glaube, hier kann man lang schwimmen. Oh ne, das wieder. Warte mal, ich muss mal eben das Ding ausrüsten. Nein. Okay, das war's.
Na, Rüsseli, du auch hier. Naja. Geh mal oben in die Sandkiste da, schön heiß, ne? Verbrennst du dir die Puppes. So, sind wir hier angekommen. Also da brauche ich wahrscheinlich ein anderes Ding. Da ist der Schlüssel versteckt dahinter. Da liegt der Schlüssel, aber da brauche ich so ein anderes Objekt. Also ein anderes Messer oder ein anderes Hackebeilchen. Unter Wasser irgendwie muss ich gucken. Muss ich mal erstmal suchen. Warte mal, so, jetzt muss ich gucken, wo ist denn hier der... Da. Da ist der Spaten, ne? Ah, schon blöder Bombi. Und die blöde Wolfsspinne. Ist das schön hier. Das ist richtig kuschelig, ne? Du kannst mich auch mal am Arm besuchen, du Affenkopf. Entschuldigung. So, jetzt laufen wir hier hoch. Es ist Schluss, ne? Aufregung genug gehabt. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's mir. Da ist Kaugummi. So, ich brauche jetzt schwarze Ameisen. Die will ich haben. So. Ich weiß gar nicht, wenn ich hier ganz nach oben laufe. Da ist ja auch noch was drin, ne? Da war ich ja noch gar nicht drin. Kann ich da rüber springen? Ich kann es mal versuchen. Aber ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. Oh, Biene. Ich glaube nicht. Nee, das reicht nicht. Das sehe ich schon. Dann lassen wir gleich mal sein. Da müssen wir nochmal reinspringen, ne? Gleich. Jetzt erstmal schwarze Ameisen. Die müssen wir jetzt erstmal suchen. Habe ich noch genug Platz im Inventar? Ja. Boah. Was für ein Wahnsinn, ey. Ist das aufregend hier? Hier kann man runterfallen, dann stirbt man schön. Toll. Da sind die Ameisen. So, die kriege ich jetzt direkt einen vollbratzt, ne? Guck mal, das hilft auch richtig. Das Ding. Zack, eine. Zwei. Drei. Vier. Und kabums. So, Ameisenkopf. Und du auch. Ich jetzt vergiftet? Angriff. Okay. So, jetzt habe ich ja schöne Sachen gefunden. Was habe ich denn hier? Ein Billyhawk-Brocken, Apfelbrocken. Ja, fein. So, das ist schön. Jetzt können wir hier nochmal gucken. Wie viele Ameisenteile habe ich denn jetzt? Noch schon eine Menge, ne? Ach, hier, den Kopf muss ich noch analysieren. Das können wir auch mal sofort machen. Können wir eigentlich sofort. Ah, nee, muss ich oben, ne? Stimmt. Muss ich hier oben machen. Okay, vielleicht finde ich jetzt hier noch ein paar. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Dann laufe ich halt hier runter. Ne? Ja. Lauf ich mal. Die finde ich immer angegriffen hier. Ja, da kommen sie schon. Ich weiß echt nicht, wieso. Ich habe den echt... Vielleicht komme ich denen dann zu nah. Ich habe keine Ahnung, aber die sind dann immer aggro, ne? So. Jetzt laufe ich mal hier drunter, dann... Sind sie ja meistens dann friedlich, ne? Meistens. So, jetzt ziehen die wieder ab. Ich trinke mal in meinem Käffchen hier, ganz in Ruhe. Oh Mann. Nee. So. So, die sind nicht mehr aggro, wie schön. Jetzt gucke ich mal. Jetzt gucke ich mal, was ich da oben mache. Da. Noch eine Ameise. Leider keine mit Zangen, also Worker, wie heißt es? Wissen irgendwie mit Ameisengift oder irgendwas. Temporäre Effekte. So. Gut, ne? Jetzt klappt das schon besser. Ja, jetzt klappt das schon besser. Das macht mich froh. So. Das macht mich froh. Und jetzt muss ich mal gucken. Da hinten ist die Kiste. Da wollte ich mal reinhüpfen.
Hier ist ja eigentlich nichts mehr. Ach so, analysieren muss ich noch. Habe ich ja vergessen. Hier muss man echt aufpassen, ne? Sonst fährt man da rein. Das ist auch blöd. Vielleicht kriege ich ja jetzt was Neues zum Analysieren. Gucken wir mal. Diese hier. Ameisenköpfchen. Aber ich glaube, das ist nichts Neues. Schaufel und Helm. Weiß ich schon, ne? Hirnschmalz. Da macht's Pum. Dann geht's da weiter. Schließen. So. Da kommt man rüber. Da möchte ich nicht rüber. Da möchte ich gar nicht rüber. Nein. Da möchte ich nicht rüber. Da ist der Tod. Oh, und ein Sandwich. Das möchte ich jetzt hacken. Zermacken und sacken. Guck mal, mit Senf. Lecker. Ein bisschen vergammelt sieht das schon aus. Was brauche ich denn dafür? So eine Hacke. Ich habe ja eine Hacke. Hier die. Nehmen wir die mal. Level 2 Hacke. So, Billy Hock. So, und hier ist die Kiste. Ach, guck mal, da ist so ein Zahn. Ich habe den nicht gesehen. Fein. Da ist der. Au, da ist der Zahn, ne? Ich habe den echt nicht gesehen. Sehr geil. Ja, den können wir jetzt ja auch holen. Milchmular. Kannst du mal sehen, ne? Den hätten wir ja fast übersehen. Super. Milchmula. Yes. Da kann man hochlaufen, auch super. Ist nur die Frage, wie man hier wieder rauskommt. Wahrscheinlich nie wieder. Keine Ahnung. Nee. Ich habe keine Ahnung, ey. Ich habe keine Ahnung. Wie komme ich hier wieder raus? Ach, da haben wir den Löffel. Okay. Wie schön. Ach, das ist der Kaugummi. Ah, ja. Oh, so weit oben. Was brauche ich denn dann? Level 2. Beil, ne? Das hier geht nicht. Oder? Ah, nee, ich brauche so eine. Ja, ich brauche diese blöde. Das ist auch ärgerlich, ne? Ich brauche das hier. Und das habe ich alles. Jetzt brauche ich nur noch Ameisenmandibeln. Ja, und dann brauche ich diese Wächterameisen. Wo sind die denn? Kratz. Wo sind die denn? Ja, die Wächterameisen sind wahrscheinlich im Ameisenhügel, wie was bei den roten Ameisen auch ist. Ja, und dann muss ich die jetzt suchen gehen. Wie schön. Das ist ja total schön. Hey. Brille ist auch cool. Wie komme ich da dran? Tja, Freunde, ich würde mal sagen, das machen wir in der nächsten Folge, ne? Ich gehe mal hier runter. Ich hüpfe mal hier runter. Ich habe ja noch einen Flieger. Ich hüpfe mal hier runter, mach mal den Abgang, ne? Was ist denn da? Wassertröpfli. Ja, wir müssen ja im Grunde da wieder zurück, so grob. Und guck mal, da hängen die Bienen im Holz drin. Das ist auch nicht so ganz richtig, ne? So ein paar kleine Fehlerchen sind noch drin. Ja. Ich mache einfach mal den Abgang hier. Diese Richtung. Da muss ich ein bisschen fallen, sonst. So. Da haben sie auch was dran gemacht, dass man da besser wieder rauskommt, ne? Hab ich gehört. So. Gucken wir mal. Kühlbox. Genau. Es ist schön dunkel. Okay, Leute, dann sag ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht's genau an dieser Stelle weiter. Hier ist noch ein Äpfelchen, den kann ich vielleicht noch umhauen. Ja, wenn ich mir die Hacke mal schnell schnappe. Die liegt auf 8. Gucken wir mal. Nein, die nicht. Die. Schon geil, der Apfel, ne? Da fällt dann so zwei Stückchen runter. Oh, frische Apfelbrocken habe ich neu gefunden. Da ist eine Schale Pommes oder so.
Ich muss aber dahin, ne? Also muss ich darüber laufen. Okay, Leute, also nochmal, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wir sehen uns genau in der nächsten Folge wieder. Dann geht's hier genau an dieser Stelle weiter. Haltet die Ohren steif, bleibt gesund und munter. Wir sehen uns und ich freue mich drauf. Bis dann, euer Raki. Tschüss.